Okay, ja, wir sind jetzt hier wieder bei der Pharaon-Feste. Also ich habe mich da jetzt nochmal hinspawnen lassen. Und, ja, wir gehen jetzt nochmal zurück zu dem Pfad der Opferung, bin ich der Meinung, heißt das Ding. Und da wollen wir jetzt nochmal gucken, ob wir dem einen Mr. Krabs das Item klauen können, ohne dass wir dabei draufgehen. Ich bin mal gespannt. Und allgemein möchte ich mich dann hier noch so ein bisschen umlucken. Weil wir haben ja hier einiges ausgelassen, weil ich noch so ein bisschen Schiss hatte. That's right. Doch jetzt... Oh, Mr. Krabby ist gleich hier vorne schon. Okay. Du warst doch vorher bei dem Item. Er dreht sich um. Ist das unsere Chance? Let's do this. Run, Forrest, run! Let's do this. Oh mein Gott, was? Ich kann hier gar nicht rennen. Oh, das ist ja noch schlimmer. Ah! Eins, Foliant des großen Sumpfes. Kapuze des Beschwörers. Okay. Das ist aber nicht nett, dass wir hier nicht laufen können. Das geht nicht drauf klar. Ich gucke nochmal, ob ich hier noch so ein Item erspähen kann. Wisst ihr, wie ich meine? So, hier. Oh, One-Hit diesmal nur noch. Seht ihr mal. Lila Moosklumpen. Aha. Schau mal gut. Ich denke mal, die kann man immer gebrauchen. Da man Dark Souls kennt, kann ich mir vorstellen, dass es bestimmt wieder so eine ähnliche Area gibt wie damals der die Schandstadt oder sowas. Richtig. Mein Gott, okay, ich sehe hier keine Items. Jetzt machen wir das mal so. Wir laufen mal hier einmal alles in Rim. Ach, apropos, stimmt. Den Weg bin ich ja noch gar nicht gegangen. Wait a minute. Wait a minute. Wir haben noch einen Weg offen. Den möchte ich doch mal gehen. Hier ist nichts, alright. Let's do this. Hier sind noch ein paar Crappies. Little Crabbies. Sind hier noch Items? No! Oh my God! Wie schnell das Vieh auch ist, ey. What the hell? What the fuck? Ja, komm her. Komm, komm mal ein bisschen näher. Ich möchte mal auf dich springen. Komm. Miststück. Hm. Ich will mich mal anlegen mit dem Vieh. Ich will mal wissen, was es drauf hat. Komm. Let's do this. Oh! Darf ich dich erstmal anvisieren? Danke. No. Oh mein Gott, ich ziehe ja voll wenig ab. What the fuck, es schnappt mich gleich. Oh mein Gott. Wow. Okay. Nicht schlecht, Herr Specht. Trinke ein. What? Was greift mir hier? Diese kleine Mistratte. Nö, 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 nö. Wow. Wow. Oh, ich bin zu früh gesprungen. Zu früh. Einfach zu früh. Hinter mir ist ein Baum, glaube ich. Ja, trink was. Okay, man hat Chancen, aber ich verbrauche jetzt schon wieder zu viele Estes, meine lieben Freunde. Das ist echt mies, ey. Und ob sich das lohnt, ich weiß es halt nicht. Egal, wir laufen jetzt erstmal wie ein feiges Mädchen weg. Okay. Weil wir haben hier diesen Weg noch, den bin ich noch gar nicht gegangen. Oh, hey, Buddy. Nice. Zwei Hits. Oh, die Claymore gefällt mir schon mal sehr gut. Crystal Lizard! No, da, 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 da! Got it! Woo! Kristallner Edelstein, okay. So, bevor wir aber hier weiterlaufen, was ist denn hier oben los? Was ist denn hier oben los? Was ist das denn? Oh, hello. Hello, my friend. Bist du eine Hexe, Alter, mit deinem Hut? Siehst du ein bisschen danach aus. Charge that motherfucker. Oh, Zauberer. Okay. Nice, haben wir. Nicht mit mir, ey. No, no, no. Bye, bye. Ah! Er ist von dem Fall noch gestorben. Sehr gut. So läuft das. Okay. Oh, ein Fass? Wo sind wir hier? Wieder am... Oh, da ist ein Item. Dann gehen wir mal lang. Here you go. Das ist doch eine Geheimwand. What? Okay. Ha. Huh. Du vielleicht? No. Ring der Opferung. Noch ein. Okay. Nicht schlecht. Gut. Jetzt haben wir aber trotzdem noch einen Weg. Wait a minute.
Da, wo der Crystal Lizard war, ne? Ja. Hier. Oh Gott. Bin ich so schnell hier? Oh, hello. Bist du alleine? Ich bezweifle das ja mal ein bisschen. Kein Backstab? What? Okay. Whatever. Da ist noch ein Zauberer. Gott, wo bin ich hier, ey? Verdammt. Oh, da unten. Ah, hier unten sind diese komischen Typen. Da, okay, hier war ich doch schon mal. Also da unten zumindest. Oh, hello. Oh, hello. Fuck you. Bitch. Oh, der Fall hat ihn nicht getötet, okay. Oh, ich habe ein Estes dazu bekommen. Awesome. Ist nichts, okay. Den mit der Lampe muss ich töten. Ich weiß, das ist so ein Schreier, der macht alle wach. Fuck you. Hahaha. No chance for you, bitch. No. Du hältst die Schnauze. Du kriegst einen Baggy. Nice. So läuft es. Ah. Oh. Und du auch noch. Yeah. Okay. Easy. Oh, Item. Stab des Ketzers. Okay. Stab des Ketzers. Hier. Ich höre noch Schritte. Sorry, Leute. Ich muss noch mal kurz gucken. Ich höre Schritte. Als wenn die direkt neben mir wären, höre ich wirklich ohne Scheiß jetzt. What the fuck? Aber egal, hier ist keiner. Gut, Stab des Ketzers, here we go. Da. Dieser Beschleuniger wurde über Generationen hinweg von ketzerischen Zauberern verwendet. Die Zauberei ist eine logische akademische Lehre. Ihre Stärke hängt stark von der Intelligenz ihres Anwenders ab. Fertigkeit, Ruhe, ruhiger Gesang. Erhöht für ganz kurze Zeit die Zauberkraft, kann in beiden Händen getragen werden. Okay. Ha. Aha, ich weiß, wo wir sind. Das ist doch der Durchbruch von der anderen... Ja, natürlich. Okay. Hey, Buddy. Ja. Das ist hier, ne? Müsste rechts dieses Heisel-Rufzeichen sein. Ja. Okay. Ja. Haha. Bin ich einmal zurückgelaufen. Wartet mal, dann gibt's ja noch den anderen Weg. Wait a minute, da habe ich auch schon wieder diesen Zauberer gesehen gehabt. Ich glaube, das wird nicht schön. Von da aus kamen wir, ja. Da ist der Zauberer, seht ihr? Ich gehe erstmal links. Hey, Buddy, kommst mal her. Danke. Sehr freundlich von dir. Oh. Brandbombe. Endlich mal wieder was zum Werfen. Oh, da ist ein Loch. Seht ihr das? Wartet mal. Da hier links jetzt. Oh, gleich hier links ist ein Loch. Okay, da möchte ich jetzt noch nicht reinfallen, bitte. Oh, wieder ein Estes dazu bekommen. Oh, ich liebe dieses Spiel. Ich liebe es. Das ist genau das. Das ist diese Funktion, die einen dazu bringt, halt, ja, weiterzumachen. Anstatt halt wieder zurückzugehen ans Leuchtfeuer, um sich wieder halt Estes aufzufüllen. Wisst ihr, wie ich meine? Das ist echt mega cool. That's right. Oh, noch einer? What the fuck? Au. Fuck you. Okay. Ah, ich... Geier. Dumme Sau. Trinke ich einen drauf. Okay. Sind hier mal Geheimwände jetzt? No? Manu, ich will eine Geheimwand finden. Geheime Wand. Geheimheim. Heimheim. Gib mir Heimheim. Manu. Wie komme ich denn da hin überhaupt? Das ist oben. Wie komme ich denn... Oh nein! 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 Oh mein Gott, no! Man hat schon voll die Energie verloren wegen dieser Scheiße hier. Oh mein Gott, no. Trink was. Oh mein Gott! Aber da lagen Items, da muss ich hin. Lass mich doch erstmal was sehen hier, mein Gott. Okay, here we go.
Schnell Items. Waisenring. Und Zauberer! Robe! Okay. Du hast dein Maß überfüllt, mein Freund. Oh mein Gott, du bist aber ganz schön tanky hier. Lalalala. Au. Fuck. You. Bitch. So. Meine Güte. Okay, wir haben einen Ring bekommen. Einen neuen Ring. Können wir den auch tragen? Waisenring. Verkürzt Zauberwirkzeit. Na gut, das ist nichts für uns. Okay, dieser Ring wird Mitgliedern von Pharons untoten Legion von einem der Predigerzwillinge verliehen, die allgemein als die Kristallweisen bekannt sind. Er verkürzt die Zauberwirkzeit. Die Zauberer von Pharons Wächtern des Abgrunds waren als einsame Krieger bekannt, die sich ganz auf eher pragmatische Zauber verließen. Okay. Achso, halt. Und wir haben noch eine Rüstung bekommen, und zwar irgendeine Zauberrobe. Banditenrüstung, Zauberrobe. Hier haben wir sie doch. Gewand des Beschwörers? Ne, das war das, ne? I don't know. Gewand des reisenden Beschwörers. Beschwörer waren die Vorgänger der Pyromanten und verschrieben ihr Leben ganz dem Reisen. Ihre Kleidung war dementsprechend gut geeignet, um sie vor Feuer, Gift und anderen natürlichen Gefahren zu schützen. Ah, das ist so eine Kleidung. Ah, das ist auch Moment, das ist doch die Kleidung. Ist das die aus dem zweiten Teil? Kommt mir sehr bekannt vor, sehr, sehr bekannt vor. Die lange aschefarbene Robe eines Zauberers aus der Drachenschule von Winheim. Darunter wird der tiefblaue Zauberermantel die normale Uniform der Schule getragen. Alright. Gut. Okay, ja, jetzt bin ich dieses scheiß Loch runtergefallen. Das ist nicht schön. Geheime Wand? No. Geheime Wand? No. Hier eventuell? No. Hier? Natürlich nicht. Fuck. Okay, jetzt bin ich wieder im Wasser hier, ne? Wie komme ich denn hier wieder hoch? Da ist Mr. Krabs. Ach, hier, ich bin hier. Ah, look at that. Ja, cool. Dann wird's ja easy jetzt. Halt, wo muss ich lang? Da. Ich glaube hier, ne? Yep. Hier entlang und hier. Und jetzt muss ich auch dafür sorgen, dass ich dann da bitte jetzt nicht runterfalle. Ich wollte nämlich eigentlich gucken, wie ich da oben rankomme. Also ob man hier irgendwo hoch kann, aber es sieht nicht danach aus, als wenn man hier irgendwo hoch könnte. Ne? Nö. Wie so eine Schweinerei ist da. Was ist das denn? Ruft sie? Oh, was? Ich kann diesen Typen rufen hier, den wir in oh Gott, ich weiß nicht mehr. Die Untotensiedlung, den wir da getroffen haben? Richtig. Okay, aber warum? Kommt dann jetzt ein Boss? Alter Leute, kommt jetzt ein Boss? Ist das jetzt euer Ernst? Ist das jetzt ein Boss oder was? Bestimmt, ja. Ja. Guckt euch die große Area, okay. Wo geht's denn hier lang? Hä? Achso, dann bin ich hier wieder am Anfang, okay. Wie komme ich da hoch? Ich will jetzt lieber da hoch, anstatt irgendwie den Bossfight zu machen, you know? Man, ich habe auch nur noch 4 Estes. Wäre es eigentlich eventuell schlau, nochmal zurückzugehen. Wobei der Weg bis hierhin, gut, er ist nicht lang, aber hier sind viele, viele Gegner, you know? Das ist nervig. Wie komme ich denn da hoch? Da komme ich wieder runter? Hier komme ich, wo komme ich denn hier hin? Okay. That is what I'm talking about. Oh yeah. Geheime Wand? No. Hier? No. Da? Natürlich nicht. Wer bist du denn? Oh, ich kann den nicht anvisieren. Neuer NPC, meine lieben Freunde. Neuer NPC. Den quatschen wir gleich voll. Little moment, please. Die Kisten sehen ziemlich komisch aus, muss ich sagen. Aber ist nichts drin. Oh, hier haben wir ein Item. Genau hier wollte ich doch hin. Blaues Käferkügelchen zweimal. What the fuck is that? Blaues Käfer. Stärkt vorübergehend die Magie-Schadensminderung. Okay. Ja, komm, sowas ist.
braucht man eigentlich gar nicht. Medizinisches Kügelchen, das aus zerstoßenen Insekten hergestellt wird. Die blaue Variante stärkt vorübergehend die Magie-Schadensminderung. Da das Nordwindtal von Mondkäfern befallen ist, sind die Zutaten für diese Medizin, die von den Sklaven aus Irithyll hergestellt wird, jederzeit in greifbarer Nähe. Okay. Ha. Interessant. Geheime Wand vielleicht hier mal irgendwo jetzt langsam mal? No? What the fuck? Why? Oh, das ärgert mich. Okay, neuer NPC. Da bin ich jetzt gespannt, wer das ist und was er uns so zu bieten hat. Oh yeah. Hey buddy. How are you doing? Well, this is unexpected. I don't often have visitors. What do you want? This is my study that you've happened upon. If you haven't any business, I've reading to get back to. Bitte um Unterricht in Zauberei. Okay, ah. How intriguing. Ja, wir nehmen alles mit, wie gesagt. You'd better not. Sorcery is not for anyone. Ah, okay. Ich glaube, ich weiß, woran es liegt. And should never be forced. Ah, you have your own methods. Sorcery need not be one of them. Don't let it bother you. Be on your way, then. You're unkindled. Shouldn't you get back to your duty? Okay, ich denke mal, das liegt daran, weil ich zu wenig Intelligenz habe. Das war im zweiten Teil bei dem einen Zauberer nämlich auch in dieser komischen Werft. Ich weiß nicht mehr genau, wie sie heißt. Aber da war ja auch dieser Zauberer. Und wenn man nicht genug Intelligenz hatte, konnte man mit dem nichts anfangen. Und ich denke mal, daran liegt das jetzt. Ich werde jetzt nochmal voll quatschen, aber... Oh, I thought you'd already given up. Well, nothing has changed. You're not inclined for sorcery. Okay, du bist ja ein Arsch, ey. It is either a natural fit. Bin ich dir zu doof, ja? Be on your way then. So zieht weiter. Ja, meine Pflicht ruft. Okay. Ja, schade, okay. Aber gut zu merken, dass hier dann schon nochmal so ein NPC ist, der so Zauberkräfte oder Spells, wie auch immer. Ich weiß ja nicht, was der hier so alles gibt, verkauft, whatever. Okay, ja, wir haben 7000 Seelen, 4 Estes, ja, kommt her, wir checken das einfach mal aus jetzt hier, komm. Scheiß drauf, wenn ich sterbe, sterbe ich. Dann sterbe ich halt wie ein Mann und wie ein Held. Was haben wir denn eigentlich allgemein? Ich muss nochmal kurz ein bisschen... Ja gut, okay, ja, würde ich sagen, let's do this. Oh my god, boss time, ja. Hey, buddy. Was mit deiner Scheiße? Okay. Da kann ich wohl doppelhändig nehmen, würde ich sagen. Wow. Wow. Wo bist du hin? What? Oh, da. Oh Gott, ist das wieder so ein Bossfight? No. Oh, das könnte wehtun. Fuck you. Oh my god. Okay, die Hälfte haben wir aber schon gleich. Easy. Da kommt sie wieder. Hello. Ba-da-da-da. Okay, über die Hälfte. Easy. Wird das ein First Try? I hope so. Wo bist du? Da. Komm her, Schnecke. Yeah. Oh, waren da gerade noch andere? What? Okay, jetzt muss ich aufpassen. Verdammt. Da ist sie. Immer wenn was Lilanes rauskommt, Leute, dann ist es. Oh, noch ein Treffer. What? Okay, ich muss auf Lilane achten. Wo kommt's Lilane? Fuck. Da. Falsch. Oh mein Gott, falsch. Auch falsch. Da. Du versteckst dich auch noch, ne? Bitch, first try! My God! Yeah! First try! Woo! Geil! Awesome, Leute! Hier, komm, Leonie, das darf sie auch mal freuen. Geilomatic, Seele eines Kristallweisen. Okay. Wow! Leuchtfeuer!
Das war jetzt zum Schluss war es heftig, weil da als die mehreren kamen, da muss man wirklich drauf achten, wer dann diesen lilanen Schimmer hat, ne? That's right. Weil ich denke mal nicht, dass alle gleich aussahen. Ich habe jetzt immer drauf geachtet, weil sie war ja vorher auch lila. Was das dann halt ist. Okay, was haben wir denn hier? Oder? Was hat das für einen Sinn hier? Mal wieder gar keinen? Why? Okay. Okay, hier wird nichts weiter rumliegen, ne, oder? No. 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 Okay, cool. Dann lasst uns noch ein wenig voranschreiten. Gucken, was jetzt hier so kommt. So. Okay. Geht schon mal hoch hinaus. Ist besser als runter. Da ist ein Crystal Lizard, ich fasse es. Wer bist du denn? Oh mein Gott, noch ein Crystal Lizard! Nice, haben wir! Funkeltitanid. Oh, cool, aus dem ersten Teil. Alles kommt aus dem ersten Teil, Leute. Noch ein Crystal Lizard! Der haut gar nicht ab, cool. Noch ein Funkeltitanid. Awesome! Muss ich nur gucken, ob das richtig war, dass ich hier runtergefallen bin. Oder runtergesprungen bin, besser gesagt. Oh. Oh, okay. Oh, okay. What? Oh Gott, der kommt hier hoch. No, no, no. No, 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 no. Wir werden jetzt... Gab's hier nicht noch einen anderen Weg? Warte mal, da bin ich runtergesprungen, ne? Ja, was ist denn hier los? Geht denn hier ab? Da ist tot. Oh, da komme ich zu der alten. Oh. Okay. Wollen wir das wagen? Ich denke mal, weil solange der weg ist... Let's do this. 15.000 Seelen, ne? Oh my God. Nein. Fuck off. Na, oh, sie trifft mich trotzdem. Die Claymore ist OP. Die Claymore ist OP. Oh yeah. Oh yeah. Oh. Heroldshelm und... Ah, die Heroldsrüstung ist hier. Okay. Anfangs, also Startrüstung vom Herold, würde ich sagen. Okay, was hat er denn da? Ein Käfig auf dem Rücken? Da ist auch noch einer mit einem Käfig auf dem Rücken? Das ist ein Gegner. Oh mein Gott, er greift mich an. No! No, 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 no. Du bist doch wieder so einer eigentlich, ne? So, jawohl. Und dann... Oh! 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 Und erstmal weg. Ihn angreifen lassen. Komm, komm. Und... Oh. Ja, 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 ja. Und jetzt mach von... Ne, jetzt bin ich dran. Good night. Ja, auch noch easy, muss ich sagen. So, was bist du für einer? Auch ein Geishner, natürlich. Of course. Doppelhändig. Let's do this. Wo rennst du denn hin, Alter? Keule. Bist du Bergsteiger geworden, oder was? Einer auf Reinhold Messner? Surprise, ja, hallo? Wow, er verarscht mich. Hat er das gesehen? Sau. Dafür gehst du drauf. So. Nice, okay, aber keiner hat was fallen lassen. Schade. Schade, schade. Schade. Weiter geht's. Ist ein bisschen unheimlich, die Brücke, ne? Lauf. Weg. Lass mich in Ruhe. Oh, Leute, schon wieder ein Leuchtfeuer, okay. What do we got here? Was zur Hölle bist du denn da oben? Das ist doch wieder ein NPC. Boah, die NPCs sind hier echt OP, Leute. aber wisst ihr was? Ich werde jetzt hier nochmal zum Feuerband schreien, die Seelen spenden und ich glaube, wir haben ja noch ein paar Items, die wir irgendwo abgeben können. Und ja, yeah, here we go! Euch hat dieses Video mal wieder gefallen? Super Leute, dann zeigt es doch mit ein wenig Craziness in Form von einem Daumen oder Kommentar und unterstützt mich damit noch ein wenig, denn es wäre sehr, sehr crazy von euch. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann zur nächsten Runde. Infolgedessen, so sieht es aus, ich bin wieder raus.